Den Video-on-Demand-Service von Netflix können Sie in einem kostenlosen Probemonat ausgiebig testen. Denken Sie daran, den Dienst rechtzeitig zu kündigen, sollten Sie ihn nach Ende der Testphase nicht weiter nutzen wollen. Die Kündigung ist jederzeit unter dem Punkt Mein Konto möglich. Für die Streaming-Flatrate von Netflix gibt es drei unterschiedliche Preismodelle. Im monatlichen Abonnement können so viele Titel jederzeit und so oft wie Sie möchten gestreamt werden. Der Tarif Basis liegt auf einem Preisniveau mit der Konkurrenz, jedoch ist die Nutzung auf ein Gerät und Inhalte in SD-Qualität beschränkt. Mit den Abo-Stufen Standard und Premium bietet Netflix das Streaming auf mehrere Geräte gleichzeitig sowie Filme und Serien in HD und Ultra-HD-Qualität an. In den USA ist das Angebot von Netflix gewaltig. In Deutschland ist es aufgrund fehlender Lizenzen noch nicht so umfangreich. Überzeugen kann der Serienbereich mit zahlreichen Netflix Originals wie zum Beispiel House of Cards, Orange is the New Black oder Hemlock Grove. Die Filmauswahl sollte hingegen noch deutlich erweitert werden. Positiv fällt bei Netflix die Verfügbarkeit fast aller Titel in Originalsprache auf. Darüber hinaus können zu den meisten Filmen und Serien Untertitel in Deutsch oder Englisch angezeigt werden. Die Qualität der verfügbaren Inhalte reicht je nach Abo-Stufe von SD bis Ultra HD. Um störungsfrei streamen zu können, sollten Sie über eine ausreichend schnelle Internetverbindung verfügen. Zur optimalen Übertragung passt Netflix die Qualität automatisch gemäß der verfügbaren Bandbreite an. Für SD genügt eine 2000er, für HD benötigen Sie mindestens eine 6000er DSL-Leitung. Für Ultra HD-Inhalte ist laut Netflix mindestens eine 25.000er Leitung erforderlich. Beachten Sie, dass Netflix nur einige spezielle UHD-Fernseher unterstützt. Sollte Ultra HD für Sie ein Entscheidungskriterium darstellen, informieren Sie sich bitte, ob Ihr Gerät unterstützt wird. Den Video-on-Demand-Service von Netflix können Sie nicht nur im Browser auf dem Laptop, PC oder Mac nutzen. Mit Apps für Android-Smartphones, das iPhone, Tablets, Smart-TVs oder auch Spielekonsolen ist das Wunschprogramm fast überall und zu jeder Zeit verfügbar. Einen Offline-Modus wie beim MaxDome bietet Netflix aktuell nicht. Beachten Sie hierzu, dass Filme und Serien auf Ihrem Smartphone unterwegs auf Kosten Ihres Datenvolumens gestreamt werden. Alles in allem punktet Netflix im Serienbereich durch seine sehr bekannten Eigenproduktionen. Die Filmauswahl ist etwas beschränkt. Unterm Strich sichert sich Netflix so im Test einen Platz in den Top 5. Weitere Informationen und den detaillierten Testbericht finden Sie unter vitalio.de.